Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Egon's und Spielt. XCOM 2, War of the Chosen. In der Ausbildung haben wir die ganze Zeit nie das hier benutzt, dass wir jemanden mal umlernen. Aber was ich gesehen habe, hier ist eine Kameradschaft verfügbar. Und die nehmen wir natürlich mit. Mit Alchemical Works und Major David Anderson. Weil Al hat ja sein Partner verloren oder seine Partnerin und ist bereit, jetzt wieder was Neues zu machen. Eingegeben, Commander. Das ist unsere Chance, Advent mitten ins Herz zu treffen. Sobald wir den Netzwerkturm kontrollieren, können wir der Welt die Wahrheit über die Aliens zeigen. Danach gibt es kein Zurück mehr. Ach, da schau her. Wie, was? Schattenkammer. Da, danach gibt es kein Zurück mehr. Jetzt habe ich nur die Hälfte verstanden, hier, weil ich den Kopfhörer noch nicht laut genug hatte. Lass mal warten. Ich möchte hier nicht ohne Alan rein, ne? Das ist klar. Das hier ist das Advent-Netzwerk-Dingens, zum Bummens. Ein paar Alien-Einrichtungen gibt es noch. Legierung braucht man nicht. Adventure-Energie braucht man nicht. Höhere Regierungsannahme eigentlich auch nicht. Wollen wir nicht noch irgendwo mit unseren 300 Credits einen Turm bauen? Sind wir denn alle geheilt? Ihr merkt schon, ich habe eine längere Pause gemacht. Ich weiß, ich sage es gefühlt bei jeder zweiten Folge. Aber eins nach dem anderen, so ist es eben. Genau, angeschlagen. Geomongo, verwundet. Geomongo kümmert dann, also wir gehen auf jeden Fall ins schneller heilen Headquarter rüber. Sonst, ne? Dauert das. Commander, wir haben eine Ihrer Einrichtungen entdeckt. Sehr gut. Wo? Im Nahen Osten. Wir werden noch nicht angreifen, ne? Ja, mach ruhig, Avatar-Projekt. Gegen die Ältesten sind wir immer siegreich. Sehr gut. Ausweichen gestiegen. Tipptopp. Und ein bisschen Vorrede bekommen. Wollen wir neue verdeckte Aktionen starten? Eigentlich brauchen wir echt nichts mehr, ne? Ein Avatar-Projekt. Beute. Gesundheit plus 1, das ist ja spannend. Wenn wir jetzt eh noch warten, bis alle fit sind, dann können wir auch noch einen schicken, ne? Egon Song kannst du natürlich immer gebrauchen. Nicht, aber wir, der kommt verwundet zurück, ne? Wir nehmen einen von den Wrights. Wobei, nee. Mr. Wright ist nämlich Specialist. Lieber zwei Grenadiere. Und Soldaten verwundet niedrig 7 Tage. Die nehmen wir uns. Aktion starten. Wir werden diese Aktion siegreich durchführen. Ja. Kameradschaftstraining ist auch gleich vorbei. Sehr gut. Eine Nachricht für Sie, Commander. Oh, ist der Monat um. Ihr Quartier durch. Nice, ja. Sagt schon gar nichts mehr. Wir gönnen uns nochmal, wie wir alle drei super nervigen Auserwählten schon längst besiegt haben und uns da nicht mal drum kümmern müssen. Neuer Alien-Einrichtungsbau in 3 Wochen. Ein zweites düsteres Ereignis ist schon gar nicht mehr am Start. Die Auserwählten leiden nicht mehr unter Schwächen. Das ist mir sowas von egal, weil sie ja... Ne? Aber wobei das allerdings richtig böse wäre, wenn das eintrete, wenn wir noch gegen die Auserwählten kämpfen müssten. XCOM-Soldaten erleiden größeren Willensverlust im Kampf. Na, das freut mich dann nicht. Hoffen wir mal, dass das nicht der Fall sein wird. Wir gewinnen mehr Erfahrungspunkte. Neue Rekruten brauchen wir nicht. Experimentelle Munitionsprojekte werden im Testbereich sofort abgeschlossen. Neue Leute brauchen wir auch nicht. Experimentelle Granaten sofort. Truppmitglied stirbt, bekommen andere Boni. Leicht verwundete Soldaten brauchen wir nicht. Ressourcenbelohnung bei 15 erhöht. Das Ding ist, wir gehen jetzt ins Endgame. Das heißt, wir machen keine Boni mehr, die langfristig uns was bringen. Wir wollen jetzt wirklich Zeug, was kurzfristig richtig gut ist. Da würde ich sagen, Feinde lassen zusätzliche Beutegegenstände fallen. Das ist vorbei. Waffenmodi auf jeden Fall. Unterstützt uns im Kampf. Entfernen am Ende jedes Monats einen Block vom Avatar-Fortschritt. Ist nicht mehr wichtig. Wir nehmen den Einsatztimer. Wer weiß, ob wir den noch brauchen. Ja. Durch Beförderung erzielte Fähigkeitspunkte werden um 25% erhöht. Auch hier muss nicht. Es ist wahrscheinlich, dass Soldaten verbluten, anstatt zu sterben. Das schon, weil es direkt hilft. Dann
Wenn ein Truppmitglied dann doch sterben sollte, bekommt der Rest vom Trupp 2 Runden Boni. Sehr gut. Widerstandsvorratslieferung werden sofort eingesammelt. Das nehme ich schon mit. Das ist mir so viel wert. Und verdeckte Aktionen können statt Minderheit angegriffen werden. Die beiden sind mir auch wichtig. Dann nehmen wir die experimentellen Munitionsprojekte. Und Soldaten, Erfahrungspunktegewinne werden um 20% erhöht. Das ist immer noch besser als alles, was wir haben. Ne? Die leicht verwundeten Soldaten. Doch, wir nehmen die leicht verwundeten Soldaten. Ich hab's nicht vor, aber wer weiß, wie es weitergeht hier. Wer weiß, wie es weitergeht. Wie Sie wünschen, Commander. 755. Wir gehen ins Testlabor und gönnen uns jetzt mal aber sowas. Tun, Commander? Repariert Spark. Sehr gut. Wir gehen in den Testbereich. Fortschritte Sprengkörper. In einem Tag ist eh fertig. Dann gehen wir nochmal rein und gucken uns das an. Und holen uns das nice Zeug. Psioning ist endlich abgeschlossen. Da schau her. Faszinierend. Durch genaue Studien der Alien-Methoden zur Nutzung und Anwendung der Psi-Energie sollten wir sicher mehr als genug geeignete Kandidaten für die Ausbildung zu Psi-Soldaten finden können. Aber angesichts der fortschrittlichen psionischen Fähigkeiten, die wir bei den verschiedenen Alien-Spezies beobachtet haben, könnte das nicht ausreichen. Zur Vorbereitung für diese neue Soldatenklasse habe ich den Chip verwendet, den wir dem Commander entnommen haben, um die Technologie zu studieren, die zum Sammeln und Abgeben von psionischer Energie nötig ist. Als Ergebnis habe ich einen psionischen Verstärker entwickelt, der in der Lage ist, die psionische Energie, zu deren Nutzung sie ausgebildet werden, zu fokussieren und zu verstärken. Auch wenn das Risiko von negativen Nebeneffekten hoch ist, prognostiziere ich eine Möglichkeit für unsere Soldaten, mit ihren neuen Kräften die Grenzen zu durchstoßen, die wir sicher einstufen könnten. Psi-Labor brauchen wir nicht mehr, haben wir gar keinen Platz mehr. Psi-Verstärker, egal. Arkon-König Autopsie. Oh, ich habe irgendwas auszusehen. Weitergeklickt. Arkon-König, her damit. Diese Spezies hat mich schon immer ganz besonders fasziniert, seit ich ihr das erste Mal bei meinen Reisen begegnet bin. Ich kannte zwar die biomechanischen Schrecken, die von den Aliens bei der ersten Invasion eingesetzt wurden, aber diese Kreaturen scheinen völlig anders zu sein. Diese Kreatur umgibt ein gewisses Flair, welches den Aliens sonst gänzlich fehlt, und scheint über einen großen Intellekt zu verfügen, auch wenn dieser durch den starken Griff der Ältesten maskiert wird. So ein Tag dauert das jetzt. Ich dachte, es wäre sofort. Wenn wir das Advent-Dämpfungsfeld und damit auch ihr Netzwerk ausschalten können, haben wir eine realistische Chance, die Herrschaft der Aliens über unsere Welt zu beenden. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag noch erleben würde. Ja. Die Welt wird die Wahrheit erkennen und es wird unser Verdienst sein. Bestimmt, Teigen, bestimmt. Allein. Fortschrittliche Sprengkörper. Fertig. EMP-Bombe verbessert. Säurebombe verbessert. Gasbombe verbessert. Rauchbombe verbessert. Brandbombe verbessert. Nice. Dann lass uns... Ja, Exo-Anzug. Haben wir schon einen. Spinnenanzug haben wir auch. Braucht man nicht. Feldmedizin haben wir auch. Schädelstecker brauchen wir nicht mehr. Zweiter Spark. Sagen wir uns, der erste funktioniert. Bin ich cool damit. Experimentelle Munition, Hammer, glaube ich. Wir haben Schredder mehr im Blue Screen. Damit haben wir, glaube ich, alles, was wir brauchen. Wie viele Kerne haben wir? 5. Okay. Granaten, experimentelle schwere Waffe, experimentelle Rüstung. Lass mal Rüstung gucken. Interessante Wahl. Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. Achso, 6 Tage. Von allem, was wir machen können, ist das hier das, was am längsten dauert. Okay. Nee, dann gib mir eine schwere Waffe. Flammenwerfer, Hammer schon. Gib mir eine Granate. Säurebombe, ist auch mal gut. Und nochmal experimentelle Munition. Suchgeschosse. Diese spezielle Munition setzt auf hochmoderne, intelligente Geschosse, die nach dem Abfeuern detaillierte Zieldaten an den Schützen zurücksenden und seine Zielsicherheit so um 10 erhöhen. Einmal im Inventar hinzugefügt. Jetzt haben wir noch einen Kern. Experimentelle Rüstung ist schon dabei.
Die Frage ist, noch eine Granate oder noch mehr Munition? Rüstung ist ja schon. Dann lieber noch mehr Munition. PB-Munition. Diese tödlichen, aus ultrastarken und ultraleichten Alien-Legierungen handgefertigten Geschosse umgehen effektiv jegliche feindliche Rüstung, um ungeminderten Schaden zu verursachen. Okay. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich... Ja, hier und da vielleicht mal. Aber wenn jemand richtig... Inspiration ist unser Team überaus effizient. Wenn jemand richtig viel Rüstung haben soll, dann sind sie meistens Max. Und gegen Max helfen die Bluescreen-Geschosse ja schon. Ich bin fest davon überzeugt, dass Dr. Valens maßlose Ambitionen ohne den Commander als Stimme der Vernunft sie dazu getrieben haben, einen Forschungsweg einzuschlagen, der ebenso fehlgeleitet und bedauerlich war, wie meine eigenen Arbeiten in Diensten von Advent. Er war bei Advent? Wurde bestimmt in der Story mal erwähnt, aber ich hab's irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Die modifizierte Archon-Variante, die Dr. Valen als Alpha bekannt war, wurde nicht nur genetisch verändert, sondern auch entsprechend mit Ausrüstung verbessert, die sich nahtlos in ihre ungewöhnlichen Fähigkeiten einfügt. Ich muss erneut nach der Logik fragen, die dahinter steckt, einer ansonsten feindlichen Alien-Spezies mit verbesserten Offensivfähigkeiten auszustatten, selbst wenn Valen vorhatte, diese Kreatur gegen ihre einzigen Meister zu hetzen. Obwohl ich den rudimentär biomechanischen Vorgängern des modernen Archons noch nicht allzu häufig begegnet bin, kann ich mit Sicherheit sagen, dass Valens Alpha zweifelsfrei die physische und technische fortschrittlichste Variante aller früheren Exemplare dieser Alien-Spezies ist. Nach unseren Feldberichten zu urteilen, scheint es, als hätte die Kreatur eine erschreckende Neigung dazu, ihr Ziel zu ergreifen, dann schnell aufzusteigen und das hilflose Opfer herunterfallen zu lassen. Ich denke, unsere Truppen haben Großes geleistet, als sie diese Bedrohung ausgeschaltet haben. Teigens, ja, stimmt. Icarus-Rüstung ist verfügbar. Nach sorgfältiger Untersuchung scheint es mir möglich, eine Rüstung zu bauen, die sich seinen einzigartigen Jet-Antriebssystem zunutze macht. Das heißt, wir können selbst fliegen. Das wäre auch spannend. Gut, dass wir die Rüstung gerade schon alle rausgeballert haben. Verbesserte Strahlwaffen-Commander, wir haben einen erstaunlichen Durchbruch erreicht. Wir müssen sofort beginnen. Die verbesserten Strahlwaffen, ja. Chrysaliden-Autopsie ist aber sofort, deswegen nehmen wir das erstmal. Der Name Chrysalid beruht wahrscheinlich auf früheren Mutmaßungen bezüglich des ungewöhnlichen Reproduktionsprozesses dieser Kreatur. Obwohl sich seit langem Gerüchte über die Existenz von Zombies als Nebenprodukt der Chrysaliden-Reproduktion halten, deuten jüngste Berichte auf eine neue, ähnlich verstörende Fortpflanzungsmethode dieser Spezies hin. Okay. Meine intellektuelle Neugier reicht nicht aus, um meine Zweifel zu besänftigen, ob es wirklich eine gute Idee war, dass unsere Truppen dieses spezielle Exemplar an Bord unseres Schiffes gebracht haben. Chrysaliden-Autopsie, Codename Chrysalis. Sehr, sehr einfallsreich. Anfang kann ich erschließen. Ich bewundere den Mut mit unserer Truppe. Mit dem unserer Truppe sich dieser Kreatur stellen. Ihr Aussehen ähnelt im Grunde dem eines Gliederfüßlers. Sofort fällt das schlanke, gepanzerte Exoskelett auf, das den segmentierten Körper schützt. Von besonderer Wichtigkeit für unsere Truppen sind jedoch die spitz zulaufenden Fänge und Beine der Chrysaliden, die nicht nur kritische Verletzungen anrichten können, sondern auch die grausame, schnelle Reproduktion dieser Kreatur auf dem Feld ermöglichen. Auch wenn Central Officer Bradford darauf beharrt, dass wir während der ersten Tage des Krieges eine andere, ähnliche invasive Art der Chrysalidenproduktion beobachtet haben, gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass derartige Angriffe auch heute noch stattfinden. Unter Berücksichtigung seiner Beschreibung komme ich leider zu dem Schluss, dass die Aliens diesen Prozess scheinbar weiterentwickelt haben und einer noch effizienteren und tödlicheren Lösung. Die Chrysaliden, mit denen wir es heute zu tun haben, initiieren ihren Opfern ein Gift, das umgehend die Struktur ihrer inneren Organe aufweicht, um sie darauf vorzubereiten, sowohl als Material für die Kokongeburt zu dienen, als auch als Nahrungsquelle für die Chrysalidenjungen. Wenn das Opfer nicht sofort medizinisch behandelt wird und stirbt, bildet sich kurz danach ein Kokon. Sofern der Kokon nicht während der Frühphase der Kokongeburt zerstört wird, müssen wir damit rechnen, dass bereits nach einer beeindruckenden kurzen Zeit das Wachstum des drei Chrysalidenjungen aus ihm heraus vorgehen. Jüngsten Einsatzberichte deuten Verhaltens- und Eingrabensfähigkeit defensiv. Okay, haben wir alles schon gesehen.
Höllengewebe. Höllengewebe gewährt nicht nur einen Bonus auf die Soldatengesundheit, sondern reflektiert darüber hinaus bei jedem feindlichen Nahkampfangriff Schaden und setzt den Angreifer mit einer Chance von 100% in Brand. Oh ja, für unsere Ranger vielleicht ganz nice. So, Forschung, verbesserte Strahlenwaffen. Auf jeden Fall. Ist mein. Wissenschaftler werden sofort dauert zwar noch 5 Tage, Commander. Aber bei dem Durchbruch. So, Technikabteilung. Gerne. Leider ist es jetzt halt so, dass wir keine Lyriumkerne mehr haben. Ne? Haben wir alle rausgeballert. Nur Schädelstecker. Aber mal gucken, vielleicht können wir ja eins von den Gegenständen herstellen. Rüstung. Höllengewebe, ja. Ja, guck doch dir das mal. Sofortherstellung 1, 2, 3. Waffen. Psi-Verstärker, Fusionsklaue, Fortschrittlicher Psi-Verstärker. Für wen ist das? Psi-Soldat. Das hier ist für einen Scharmützler. 3 Lyriumkristalle. Nehmen wir mit. Psi-Soldat sind mir egal. EMP-Bombe. Erhaltungssphäre, Gedankenschild, Gefechtsscanner, Imitationsgerät, Medikit, Rauchbombe, Refraktionsfeld, Ultraschallköder. Da fehlen mir die Säuregranaten. Sollten wir die nicht haben? Sollten wir nicht Säuregranaten haben? Ich bin wieder total Banane, Commander? Ne? Gegenstände herstellen, Testbereich, Abgeschlossenbereich, Ingenieure, Waffenkammer. Ehrenwand rekrutieren, Krankenstation, Guerilla-Taktik, Schule, Soldaten. Kommando ist es ja nicht. Wir machen Forschung. Gute Fortschritte, Commander. Was ist das, ne? Hey, Commander. Vielleicht will man mal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Mal gucken. In 4 Runden. Irgendwas passiert. Avatar-Projekt fortgeschritten. Wir können das hier voll laufen lassen. Kann es egal sein. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ja. Wir haben noch ganz viel zu tun. Ich möchte auf jeden Fall die verbesserten Strahlwaffen sehen. Ah, Ziele, neue Ziele. Machen wir das? Wissenschaftler brauchen wir nicht mehr. 21 Feinde. What? Wir verhindern, dass der dunkle Turm beendet wird und unsere Soldaten größere Willensverluste im Kampf erleiden. Aber es ist sehr schwer. Elite-Soldat, Schildträger, Sektopod, Purifikator, Schmeramek, Phantom, Archon, Andromedon. Boah, wie willst du das denn schaffen? 24? Du musst jede unserer Einheiten muss 4 Kills aufs Parkett legen. Unverlorene sind auch noch da. Aber ignorieren bringt jetzt auch nichts. Wir gehen rein. Stellen unseren Trupp zusammen, gehen rein. 1-2 Runden, Pause, nächste Folge. Wenn uns das zu brenzlig wird, gehen wir raus. Wir ziehen uns zurück und verlieren mal die Region. Sie sollten wissen, dass Verlorene in diesem Gebiet aktiv sind. Alles gut. Unsere Truppen müssen besonders wachsam sein. Ihr fragt euch immer noch, wie kriege ich denn bitte die sie hier freigeschaltet? Rüstung freigeben. Alles. Aber komplett von null? Nee, nicht von komplett von null. Okay, alles wieder da. Irgendwann ist noch eine verdeckte Aktion 2 Tage. Müssen wir ohne mit klarkommen. Dann haben wir einen Scharmützler, einen Scharfschütze. Einen Schnitter. Das ist halt, da fehlt uns viel, ne? Der Doc als Spezialist ist dabei. Wir nehmen Sparky Marky Mick. Nee. Schnitz. Wir nehmen Spark mit. Und wer fehlt uns da noch? Scharfschütze. Ein Grenadier auf jeden Fall. Game Rocker. Ja. Mit wem bist du cool? Ja, Geomongo, der jetzt natürlich nicht dabei ist. Hellborn ist mit Cunningham. Troller hat noch gar keine Kameradschaften. Du mit Egonson. Das ist auch echt. Naja. Wir geben
Waffenfrei. Rüstunggeber frei. Ja. Und Ausrüstungsgegenstände. So. Alan, du brauchst keine Säulengranate. Du brauchst Bluescreen-Geschosse. Dann braucht unser Nahkampfboy. So, Höllengewebe. Wie wär's damit? Und als zweiten Ausrüstungsgegenstand nehmen wir Giftgeschosse. Suchgeschosse. Ach so, ja klar. Einmal jetzt hinzugefügt. Können wir auswählen. Brauchen wir gar nicht herstellen. Ja, nice. Ja, so. So wäre ein Schuh draus. Plus 10 ist nice. Ne? Zielsicherheit statt Gift. Aber ich glaube, dass man mit dem Gift. Ich weiß es nicht. Oder halt durch die Hüllen durch. Wir nehmen die Suchgeschosse mit. Wir nehmen die Suchgeschosse mit. Dann haben wir einen Schnitter. Plasmagranate, tipptopp. Weil er das dann auch auf seine Claymore werfen kann. Der Doc sorgt für Ablenkung und Support hier. Dann haben wir mit Game Rocker einen zweiten Bluescreener und eine Säuregranate. Da frage ich mich, ob ein Backup. Dann haben wir aber halt erst keine Granate. Eine Granate, Geschosse, Schredderkanone in ihrem Phasengeschütz. Wer würde denn. Wer würde denn den Backup mitnehmen? Das wär's dann schon du, ne? Das Medikit. Mach das mal. Und dann nehmen wir hier statt einer Säuregranate, Säurebombe. Da haben wir nur eine. Ja gut, haben wir so oder so nur eine von. Wie viel Schaden macht die Plasmagranate? 4 bis 5? 5 bis 6 mit der Brandbombe? 4 bis 5? 4 bis 5? Blendgranate ist eh egal. Brandbombe. Radius 4, Reichweite 10. Nehmen wir mit. Sind wir dabei? So, fortschrittlicher Granatwerfer. Da können wir ja nichts anderes wählen. Exo-Anzug ist. Oh, Schlangenanzug. Denken wir nochmal neu vergeben. Aber der Exo ist ja für dich als Grenadier the way to go. Wir nehmen wir die Schredderkanone oder einen Flammenwerfer oder einen Raketenwerfer. Ich finde die Schredderkanone viel besser als ein Flammenwerfer. Gucci. Dann, wer kriegt. Magst du nicht lieber den Schlangenanzug haben? Kannst du den nehmen? Scharmützler Panzerrüstung. Schlange geht nicht. Seltsam. Für dich als Scharmützler anscheinend. Alan, was hast du denn für eine Rüstung? Der stinknormale? Ein Spinnenanzug, damit hochkamst, ja. Aber Schlange hat er auch den Kletterhaken. Samt Stahlseil. Erfrierung trifft ein 7 im Kletterhaken, friert es ein. Steigert die Mobilität. Das muss eigentlich. Also du kriegst auf jeden Fall ein. Na gut, das hast ja schon. Den hier, das passt. Das würde ich dir gerne geben, ne? Ich weiß, du magst deinen Mantel, aber. Eigentlich. Claymore ist klar, Medikit ist auch klar, Schattenlanze. Können wir da was machen? Na. Okay. Ja, dann bleiben wir noch der Doc. Der Doc hat doch hier so. Oh, er kann noch eine persönliche Kampfsimulation machen. Oh ja. Plus 15 ausweichen ist mir am allerliebsten. Und bei der Ausrüstung, da gehen wir rein. Statt der Predator-Rüstung kriegst du einen Schlangenanzug. Sehr schön. Plasma-Gewehr, Kremlin Mark 3, Medikit. Da sind wir dabei. Benötigt fortschrittliche Rüstung. Ah, daher weht der Wind. Aber kannst du denn dann jetzt auch eine fortschrittliche Rüstung? Waffenverbesserung. Überragendes Laservisier, überragendes Zielfernrohr, überragende Magazinerweiterung. Magazingröße 4. Oh ja. Und Sofort-Kill-Chance plus 20.
oder aber Zielsicherheit plus 20 oder aber Crit plus 20. Ja, Zielsicherheit ist halt immer gut, aber Crit plus 20, ja, auch nice. Mal diese Waffe hier so vorhin machen, damit wir auch lesen können, was denn da steht. Der Bonus steigt mit abnehmender Distanz zum Ziel. Oder aber die ersten vier Nachladeaktionen kosten keine Aktion. Ist auch geil, aber mit so einem großen Magazin können wir das, glaube ich, schon mal uns gönnen. Und das ist sofort zu töten. Nehmen wir mit, das ist es. Das ist es. Und können wir denn hier und da bei dir zum Beispiel, können wir deine Waffe noch verbessern? Ja, überragender Automatiklader, ist klar. Damit hast du kostenloses Nachladen. Zielfernrohr braucht man eigentlich nicht, so nah wie du immer dran bist. Und überragende Magazinerweiterung ist auch nice, ne? Erhöht kritische Trefferchance. Wir nehmen die mir ist natürlich. Mir ist es ja kostenlos, ne? Fehlschüsse fügen dem Ziel immer noch 3 Schaden zu. Das ist auch nicht verkehrt. Wir nehmen die Crit-Chance, weil wir sind ja nahe dran. Ne? Wir sind ja nahe dran. Und wir können noch eine persönliche Kampfsimulation. Konditionierung. Ja, gerne. Gönn dir. Haben wir sonst noch Möglichkeiten zu verbessern? Ja, können wir hier essen. Wir müssen hier viel mehr machen. Konditionierung, ja. Waffenverbesserung, ganz klar. Plus 20 ist, finde ich, gut. Und die Magazinerweiterung ebenfalls. Automatiklader, okay. Aber ich glaube, dass wir das hier richtig gut nutzen können. Gerade im Hinblick darauf, dass wir hier ja auch die so ein paar Fähigkeiten haben, mit denen wir dann mehr schießen können. Haben wir dann alle. Kann der Doc noch 5? Was denn das? Ich guck nochmal rein. Nee, okay. Dann passt das, glaube ich, soweit. Jetzt sind wir wieder raus. Sag nicht, dass ich alles nochmal machen muss. Sag mir nicht, dass ich alles nochmal machen muss. Wo wollten wir hin? Hier hin. Nein, das sieht sehr gut aus. Da haben wir unseren Schlangenanzug. Da sind wir so ausgestattet, wie wir es vorhatten. Starteinsatz. Das hat jetzt lange gedauert, aber ich glaube, dass es das wert war. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt reingehen, 2 Einheiten verlieren und wieder raus. Aber selbst dann hat es gelohnt. Sind alle verbessert. Wir haben so viel Zeug rumliegen, was wir nicht genutzt haben. Da wurde es mehr als Zeit, dass wir das mal an den Mann bringen. Und an die Frau. Und an den Mac. Das ist klar. Unsere Messungen zeigen, dass Advent eine Art Psi-Transmitter in diesem Gebiet in Betrieb genommen hat. Da sie wohl annehmen, dass noch niemand davon weiß, ist er sicher nicht gut bewacht. Wenn wir ihn schnell ausschalten, stören wir damit die gesamten Advent-Operationen in der Region. Die Ruinen von Novgorod. Advent hat einen Psi-Transmitter errichtet, der direkt in ihr primäres Netzwerk eingebunden ist. Unserer Aufklärung nach würde seine Zerstörung auch die verbundenen Systeme schwer beschädigen. Platzieren Sie die Sprengsätze, bevor Sie den Stecker ziehen können. Wie erwartet, Commander, gibt es deutliche Hinweise auf Verlorene, die sich durchs Kampfgebiet bewegen. Seien Sie vorsichtig da draußen. Sind wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egon Sonn.